da geht einiges. Warum dieses Kackwetter jetzt? Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich muss noch mal kurz. Boah, und die zieht, meine Fresse. Ordentlich, ordentlich. Ich werde jetzt richtig, richtig schön nass. Ja, scheiße. Hallo Freunde und willkommen bei den Scooterhelden in Berlin. So sieht ein Wenderriss aus, wenn du es nicht schaffst, deinen Hund auf gerader Strecke irgendwie zu halten. Und dann beim Verfolgen plötzlich umknickst und feststellt, scheiße, deine Bänder sind gerissen und du kommst nicht mehr zurück. Deine Frau dann über die Felder fahren muss, sich schon einen Rüffel abholt vom Jägermeister und du dann in die Notaufnahme fährst und feststellst, scheiße, das war's für die nächsten 6 Wochen. Wir machen jetzt eins, Folge 4. Ja, wir sind schon bei Folge 4, das ist schon ziemlich krass eigentlich, ne? Wir suchen uns mal ganz schnell ein Gefährt, wenn ich hier irgendwie so ein bisschen mobil bin im Laden, ja? Jetzt musst du dich entscheiden. Jetzt stehst du vor dieser wichtigen Frage, womit fährst du hier durch den Laden, ja? Machst du einen auf, komm her. Machst du einen auf coole Socke, ja? Und nimmst du so eine schöne Surin. Firefly. Richtig geil. Ja, natürlich offen, ist ja klar mit X-Controller. Und ballerst hier auf einem Rad durch den Laden. Oder machst du es ziemlich uncool und schnappst dir irgendwas für Leute wie mich, die dann halt eben eine Gehbehinderung haben. Ja, mach ich jetzt mal. Geht auch mal mit Scuddy, ne? Kick mal, Alter. So geil eigentlich, ja? So geil. Aber das können wir hier im Laden nicht fahren, ja? Ich zeige euch mal ganz kurz, was es so in der Werkstatt Neues gibt. Wir gehen mal gucken. Und dann geht's heute noch ab zu Govex. Das sind die Jungs, die die Schwalbe bauen. Und da gucken wir uns heute mal ein paar schöne Fahrzeuge an. Aua. Ah, fuck. Ah, mein Knie. Ah. Sportlich. Ja, wie sportlich? Was hast du denn heute eigentlich beizutragen? Was würdest du unseren Usern heute mit auf den Weg geben in Folge 4? Das ist tatsächlich unsere letzte Folge. Mhm. Scooterhelden on Tour. Erzähl mal, was gibt's Wichtiges? Die Surin ist wieder verfügbar. In schick gelb. Ja. Hammer. Geht wieder los. Offroad. Offroad. Hier, Summer Tour. Ja. Nio. Kauft Nio, fahrt Nio, kauft Surin. Ja. Kommt bei uns einkaufen, kommt vorbei. Ja. Wir haben's drauf. Haben wir? Das Wetter wird besser. Ich habe es drauf. Komm, nimm mal eine Cola. Wir haben sogar Cola. Was ist denn das? Oh, ich habe eine Palme. Du hast eine Palme. Ich wollte gerade trinken. Komm, zum Wohl. Hm? Aber keine Kokosnüsse dran. Hm. Kann ich alles haben. Okay, alles klar. Genug Verkaufsgespräche führt hier. Komm, wir gucken mal, was in der Werkstatt los ist. Ja, Leute. Also, bevor es jetzt rüber geht zu Govex, wollte ich noch mal ganz kurz den Felix über die Hände gucken. Der macht nämlich gerade eins, der entlüftet gerade eine Bremse. Und die Nio NQi, die hat ja quasi ganz normal Scheibenbremse vorne und hinten hydraulisch, aber keine CBS-Scheibenbremsanlage. Jetzt einmal ganz kurz in wenigen Worten, was muss man eigentlich beachten, wenn man seine Scheibenbremse selber entlüftet? Worauf kommt es denn eigentlich an? Also kann ich natürlich nicht empfehlen, die Scheibenbremse selber zu entlüften. Weil, die wichtigste Info, ja? Weil Bremsen sind halt unbedingt lebenswichtig und ja. Wenn man da einen Fehler macht, dann kann das halt zum Versagen der Bremsen führen und wenn ja. Die Bremsen versagen, könnt ihr euch selber ausmalen, was passiert. Bedeutet so viel wie übersetzt, nicht jeder Ochse kann auch die Bremse reparieren in dem Fall, ja? Lass genau. Das lieber jemand machen, der es kann, der es drauf hat. Deswegen gebe ich auch keine Tipps, weil... Weil? Ja, ja. Nur ein Tipp... Würde nichts bringen. Richtig umgesetzt, bringt was. Ach so. Tipp, falsch umgesetzt, kann halt zum Sturz und damit auch zum Tod führen. Krass! Krieg doch mal gleich den Doppeldaumen von mir in dem Fall, ne? Also du und hier auch noch einen. Mega, mega. Richtig krass, der Felix hat mir heute tatsächlich mal was gezeigt. Der ein oder andere wird sich ja vielleicht im Einradbereich auskennen, ja? So ein InMotion V11, wir können es mal da gerade zeigen. Schau mal hier, das ist natürlich schon ein ganz schöner Klopper, ne? Ich meine, so ein Teil fährt mal entspannt, ja, 50, 60 km/h. Kostet natürlich auch schlappe 2200 Euro. Und wenn du denn das Problem hast, dass du mal ein Problem hast, dann hast du auch wirklich ein Problem. Ja, ja, er muss erstmal daherkommen, ich weiß. Ja, wir mussten hier bei dem einen Teil, mussten wir jetzt den Motor wechseln, weil wir ein Lagerproblem hatten. Und allein der ganze Ein- und Ausbau hat insgesamt 3 Stunden, ja. Und jetzt will ich euch mal so einen Motor zeigen, ja. Die haben ja ziemlich viel Druck, ja. Da geht's ja ordentlich ab. Schau mal hier. So sieht so ein Motor von so einem elektrischen Einrad aus. Ist eigentlich recht unspektakulär. Das Spektakuläre an der ganzen Geschichte ist eigentlich die Geräuschkulisse, die dann produziert wird, wenn du mal das Rad drehst. So, ein leichtes Lagerproblem. Jetzt hast du so ein leichtes Lagerproblem, kostet dich das mal entspannt mit einem Mechaniker, der einen richtigen Plan hat, 3 Stunden. Ist doch Wahnsinn, oder? Das ist schon Wahnsinn. Leute, krass aufwendig. Ihr müsst ja auch nicht für jeden Scheiß fahren.
durch jeden Modder und Schlamm. Man versucht natürlich immer alles mitzunehmen mit den Einrädern. Das ist auch nicht immer gut. Also ich kann nur davon abraten, wirklich jeden Scheiß mitzunehmen. Obwohl, wie gesagt, dieses Lagerthema ja bekannt ist. Aber es gibt ja auch genügend andere Hersteller, die Probleme machen, wenn du halt eben es übertreibst. Ja, auch so ein S18 ist nicht von Fehlern befreit. Ist wirklich so. Habe ich alles schon erlebt. Alles schon erlebt. So, was gibt es denn eigentlich noch Schönes zu berichten hier bei dir heute? Was hat er gesagt? Weiß ich nicht. Gibt es nicht so viel heute, oder? Ja, ja, genau. Heute ist nicht so spektakulär. Ja, heute ist auch nicht so spektakulär. Oh mein Gott. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eins. Komm mal ran. Ja, das war jetzt gleich mal ein kurzer Break hier. Oh, nicht so nah, Mann, Alter. Kurzer Break hier innerhalb der Werkstatt. Wir werden jetzt eins machen. Wir packen uns jetzt unsere Klamotten zusammen, setzen uns ins Auto und dann geht's ab zum Alexanderplatz. Alexanderplatz, man denkt so, da kommt noch was. Ne? Wir fahren zu Alex. Ja? Und besuchen die Firma Covex. Covex, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, die bauen ja die Schwalbe. Und da lasse ich mich mal gerne überraschen, was da auf uns zukommt und uns erwartet. Die Modelle kenne ich jetzt noch nicht. Die haben nur ein, zwei Modelle, die gucken wir uns halt an. Wir werden erwartet, stromern ein bisschen rum und vielleicht können wir auch mal Probe fahren. Wäre doch cool, oder? Ja, warte mal. Oh Gott, mein Bein. Aua. Oh Gott. Ja, geh mal weg da. Ich komm. Jo, Mann. Ich muss auch Blumen für meine Frau kaufen. Kannst du mal kurz sagen? Ja, was ist los? Sorry. Ist wichtig. Ja, das muss regelmäßig musst du deiner Frau Blumen schenken. Dann ist der Haus, wenn der Hausfrieden in Ordnung ist, dann geht doch alles andere in Ordnung. Das muss ich mal. Ja. Hast du Freundin? Zum Glück nicht, nein. Zum Glück. Hast du keine Ahnung. Ich guck mal, warte mal. Hallo. Dankeschön. Danke. So. Jo, Mann. Ja, Mann, scheiße, ey. Ich bin echt im Arsch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Fuß so ausnocken würde. Bin richtig, richtig müde, ja. Richtig, richtig müde. Aber ich bin so stolz auf meine Jungs, dass sie das jetzt mittlerweile und auch meine Mädels, ja, dass sie das mittlerweile auch allein auf die Reihe bekommen, ja. Dass man auch einfach mal sagen kann, alles klar, weißt du, so wirklich Urlaub kennt man ja eigentlich nicht als Unternehmer. Und wenn du dann mal krank wirst und jetzt hast du echt mal die Situation, ja, es geht einfach nicht. Ich muss den Fuß hochlagern, damit dieser Bluterguss rausgeht. Und du weißt aber mittlerweile, alles klar, du kannst dich auf die Jungs und Mädels verlassen. Dann bist du schon ein bisschen entspannter. So, wir nehmen mal kurz Gas. Zack. So. Jo, wo geht jetzt die Reise eigentlich hin? Die Reise geht jetzt zu der Firma Govex. Govex AG, um genau zu sein. Und die vertreiben mittlerweile die E-Schwalbe. Ja, also ich bin ja ein großer Schwalbenfan. Die erste Schwalbe, das war die KR51. KR steht übrigens für Kleinroller. Und 51 ist dann das Modell. 1964 kam die erste KR51 auf den Markt. Bäm, Junge, 1964. Ich habe zu Hause eine 1970er stehen. Die habe ich gerade verkauft, lasse sie von meinem Onkel aufbauen und kaufe sie ihm dann wieder zurück, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ja? Die steht jetzt seit einem Jahr zu Hause rum, wir haben die auseinandergebaut. Und ich wollte die aber unbedingt fahren und er hat gesagt, nö, er macht das gerne und so. Und ja, wenn ich Glück habe, ganz viel Glück habe, bietet er mir sie später wieder zum Verkauf an. Wird sie zwar teurer, aber dann ist sie hoffentlich schick. Ich bin ja so ein Nostalgieschwein, ne? 1970er Jahrgang, das ist wie ein guter Wein, ey. Trink mal einen 50 Jahre alten Wein, weißt du, wie teuer die Scheiße ist, ja? Und das ist eine 51 Jahre alte Maschine. Ja, natürlich Basistechnik, ist ja ganz klar. Ne? Drei Gänge, was braucht's mehr? 60 km/h. Ja? 60. Alter. Und säuft richtig Sprit. Ja? Wobei das ja immer noch ein Zusatz ist, ja? Das ist ja immer so ein Kraftstoff-Öl-Gemisch, was du da einfüllst. Das hast du früher an der Tanke noch bekommen, heutzutage musst du das alles manuell noch zuführen. Naja, da fahren wir jetzt erstmal hin. Wir fahren jetzt also zu den Jungs von der Schwalbe, da bin ich schon sehr gespannt. Und die haben vor allem auch ein Fahrzeug auf dem Schirm, oder ich habe ein Fahrzeug auf dem Schirm, das ist die El Moto. Ganz interessant. Ist so eine Art, eigentlich auch, ist ein Elektroroller, Moped, sieht aber schon fast aus wie ein E-Bike, wiegt schlanke 54 Kilogramm. Geht so ein bisschen in Richtung Sermon Firefly mit modularem Akkusystem. Und die würde ich mir gerne mal heute anschauen. Vielleicht haben wir sogar das Glück, dass wir die mal fahren dürfen. Schwalbe bin ich schon etliche Male gefahren, weil es gibt ja in Berlin den Sherber Emmy.
Und da kannst du halt eben auch mal eine Schwalbe fahren. Mittlerweile haben die ihr Portfolio aber auch ausgebaut. Guck mal, da steht, ha, wir reden gerade drüber, wie geil. Ja, guck hier, da steht die E-Schwalbe, Freunde, ja. Und die gibt's ja in zwei Varianten. Die kriegst du in 45 km/h oder kriegst du in 90 km/h. So, also L3E. Ja, da brauchst du natürlich schon einen größeren Führerschein. Und die 45er-Schinken kannst du natürlich schön mit Führerschein Klasse B fahren. Ist ja Moped. Wird also interessant heute. Geil, ey. Dann kann er mir mal gleich mal ein bisschen was erklären, ja? Und dann nicht so viel schnacken, sondern gleich rauf auf den Nacken. Das ist hier echt mitten in der City. Kannst du knicken hier mit Parkplätze. Ja? Aber ist ja schon mal geil. Guck mal, was dich jetzt hier begrüßt. Eine ganze Armada von Elektroschwalben. Das ist ja schon mal mega cool. Der Preis für so eine Edition ist auch cool. 7 Mille. Warte mal. 7 Mille? 7 Mille. Da wäre mal spannend. Ja? Also wir werden schon erwartet. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Gucken, was Gobex so zu bieten hat. Und dann, yes! Bin mal gespannt, ob die mich vom Hocker reißen hier. So, das sind jetzt also eure heiligen Hallen. Genau. Das sind eure heiligen... Hätte man die auch hinten rauffahren können, oder? What the fuck? Siehst du, und ich habe gedacht, wir sollen uns hinten auf der Hauptstraße irgendwo einen Platz suchen. Jetzt haben wir tatsächlich auch einen Platz gefunden, aber ich habe einen scheiß Bänderriss und müssen wir mal herlatschen. Ja, ich hätte auch hinten parken können. Es gibt hier so eine Art Lieferanteneingang. Ah! Ja, genau. Ja, nice. Okay, krass. Also was ich mal ziemlich geil finde, ist ja die Auswahl an Elektroschwalben, die ihr habt. Ja, erste Schwalbe, KR51, habe ich ja vorhin schon erzählt, 1964 auf den Markt gekommen in dem Fall. Dann irgendwann elektrifiziert und von der Govex AG, ist richtig? Auf den Markt gebracht. Wann war das ungefähr? 2017. Ja, 2017 in dem Fall, ja. Und läuft. Also ich habe gerade schon gesehen, Sondermodell für 7 Lappen. Genau. 7,5. Das ist ja echt scheiß viel Geld. Ja, dafür auch 100 Stück limitiert. Ah, was kosten die eigentlich regulär, wenn wir uns jetzt mal so eine Schwalbe hier angucken in dem Fall? Ihr habt ja echt, also ich bin ein großer Schwalbenliebhaber. Ich habe eine 1970er Schwalbe KR51 in dem Fall, ja. Trittst du bei mir offene Türen ein? Nicht mit dem Fuß, aber vielleicht mit dem anderen, ja? Ich denke bei 5.600 an. Bei 5.600 Euro geht es quasi los. Dann auch als 45er mit einem Akku. Ja. Und wirklich Spaß macht es dann mit 90 km/h und zwei Akkus ab 7.400 ungefähr. Ab, okay, also L3E, 90 km/h mit zwei Akkus, Freunde, ab 7.400. Wo ist denn da das Ende im Gelände? Also wenn ich jetzt sage, einmal Vollausstattung, zwei Akkus, was kostet der Spaß dann? Tatsächlich die Special Edition. Das ist dabei. Da ist dann aber auch Schluss in dem Fall. 7.750. Krass! Ja, geile Farben. Also es ist halt eben wirklich, es ist die Hommage an die 60er Jahre. Das darf man eben nicht vergessen, ja? Ja? Schwalbe ist ein deutsches Qualitätsprodukt in dem Fall, ja? Das ist damals noch Verbrenner, heute elektrisch. Ja? Aber ihr habt immer noch ein Kabel verbaut, ne? Also wenn wir uns jetzt mal so eine Schwalbe hier angucken zum Beispiel, dann ist es immer noch so, dass ihr dieses 15 Meter lange Kabel habt, um den Akku zu laden. Genau. Kannst du mir das mal zeigen? Ich finde das ja geil, ja? Die einen nehmen es zum Seilhüpfen, hier wird der Akku mitgeladen. Ja? Oh, okay, alles klar, das ist ja ziemlich krass. Das ist geil. Ja, das hat schon fast wieder so ein bisschen was von Nostalgie. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier ganz entspannt, guck mal hier, also 5 Meter seid ihr. Ja? 15 Meter. Das müsste in etwa dritter Stock sein. Es ist jetzt nicht so, dass ihr das Ding nicht laden könnt, wenn ihr irgendwo im Block wohnt. Ja? Das funktioniert, oder? Gibt es Kunden, die sowas machen? Einmal aus dem Fenster hängen, fertig? Hast du gemacht, ja? Ja, klar. Nein. Hochparterre. Krass. Ja. Und dann geladen, fertig. Was ist die Ladezeit von so einer Schwalbe mit einem Akku? Normal zwei Akkus. Okay, dann bist du bei einem Akku bei 2-3 Stunden in dem Fall. Und Reichweite ist wahrscheinlich auch irgendwas um die 60, 70 Kilometer mit einem Akku? Nein, ja. Ja? Ja? Okay. Also, ich bin ja ein Emmy-Fahrer. Ne? Als Emmy bin ich jetzt schon die Schwalbe sehr, sehr häufig gefahren. Ich habe die schon richtig verblasen in der Stadt. Ja? Das Geile ist bei der Schwalbe, dass sie ein extremes Drehmoment produziert. Wir haben ja diesen Bosch-Mittelmotor und dann geht das mit dem Riemen auf dem Hinterrad. Ja? Und dann gibt es ja in der L3E-Version 90 km/h. Was habt ihr denn da an Leistung? Was habt ihr da für einen Motor eingebaut? Wie viel kW hatten der? Weißt du das? 8 kW. 8 kW? Ja.
So bei 8 kW macht's dann, fängt es dann langsam an Spaß zu machen. Ja, also ich will nur mal sagen, TC Max, die wir gerade umgebaut haben, Peak 5 kW. Schwalbe mit Bosch Mittelmotor 8 kW. Geil! Geil! Ist, wirklich, ich liebe die Schwalbe. Aber die Leute kennen das ja schon. Was die Leute noch nicht kennen, ist die Elmoto. Ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Habe ich mir schon fast gedacht. Hast du dir? Ja, er hat sich das schon fast gedacht, genau. Und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die größer ist, als ich dachte. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, 54 Kilogramm, 45 km/h, ist ja sehr filigran. Also das geht mehr so in Richtung E-Bike. Ja, so diese Kombination aus einem S-Pedelec und einem Motorroller in Anführungsstrichen. Aber das Teil ist, würde ich sagen, einen Ticken größer wie eine Sirin Firefly, wenn du davon schon mal gehört hast. Das ist ja auch ein Leichtbau, ne? Mit um die 50 Kilogramm. Also was kannst du mir zu dem Teil echt mal erzählen? Wo kommt denn das eigentlich her? Elmoto hört sich irgendwie spanisch an. Tatsächlich ist das eine deutsche Firma. Echt? Also Elmoto gab es auch schon vor Govex. Aha. Ehrlich, ja? Ist eine deutsche Firma? Ja. Kann ich mich mal raufsetzen? Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen hier mit meinem linken Bein, ne? So. Oh, okay, aber geht. Okay, krass. Okay, erzähl weiter. Also eine deutsche Firma. Und wie kommt es, dass ihr diese Elmoto jetzt hier bei Grovex anbietet? Weil wir tatsächlich den Elmoto auch gekauft haben. Nee, ist ja ganz einfach. Ja, also, nichts mehr geht, der Wettbewerb wird einfach aufgekauft, dann kann man die Karre mit ins Programm nehmen. Ist ja schon mal geil. Ist schon mal geil. Es gibt eigentlich so drei wichtige Punkte, was die User da draußen interessiert. Zum einen, wie schnell haben wir schon geklärt? 45 km/h. Was haben wir für einen Motor drin? Da ist ein Hinterradmotor, der für uns entwickelt. Okay, also ein Radnabenmotor. Genau. Mit welcher Peak? Was haben wir für eine Leistung? 2 kW. Ja. Auf 48 Volt? Auf 72 Volt. Guck mal, jetzt muss ich gleich nochmal ran. Wir haben ja gerade erst die Horven EK1, ne, mit Update. Ne? Drückt das Ding. 72 Volt. Ich sage immer, ja, Spannung, ja, das ist wie Druck. Ja. Das ist so, als wenn du von einem 4 auf einen 6 Zylinder wechselst. Ja, hast du 60 Volt 4 Zylinder, 72 ist dann schon 6 Zylinder. Da produzierst du auch ein bisschen was. Ja. Da drückst du das Drehmoment auch rauf auf die Straße. Höchstgeschwindigkeit 45, hast du gesagt. Ja. Jetzt ist natürlich das alles Entscheidende. Was kostet das Ding? 3.990 Euro. Und es sieht, ganz ehrlich, vom Design her mal vollkommen anders aus, als das, was man bisher gesehen und oder gesehen hat und vor allem auch kennt, oder? Definitiv. Sieht aus wie ein Crosser. Sieht aus wie ein Crosser? Gibt es eine Crossbereifung dafür? Nein. Nein. Sieht aus wie ein Crosser, aber keine Crossbereifung. Ja, aber wir sind nah dran. Stadtcrosser. Ja, Stadtcrosser in dem Fall. Okay. Ich finde, es sieht aus wie ein E-Bike, aber wenn du drauf sitzt, hast du das Gefühl, du sitzt tatsächlich auf einem vollwertigen Motorroller. Mit Ambitionen einer Motocross, einer kleinen Motocross in dem Fall. Wir machen mal eins, ein paar schöne Bilder jetzt mal, um die Elmoto mal ein bisschen vorzustellen. Und dann können wir die bestimmt mal fahren, oder? Ja, 5 bis 10 Minuten? Kriegen wir hin. Geil. Also 4.000 Euro, krass. Wir kommen jetzt wieder runter. Ich muss von der Seite absteigen. Warte. Gewicht? 54 Kilogramm. Ja. Ich habe ihn hier eingelesen. Mit Akku. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Akku, was haben wir drin? Keine Ahnung. Es macht gar nichts. Reichweite? 70 Kilometer. Ja, dann haben wir wahrscheinlich irgendwas um die 30 bis 40 Amperestunden drin. Schätze ich mal. 30 Amperestunden scheint ein realistischer Wert zu sein. Bei 2 kW in dem Fall. Und modular. Man kann den Akku rausnehmen. Ja. Deswegen bin ich hier. Das ist urbane E-Mobilität für einen vernünftigen Preis, weil für 4 Mille kriegst du natürlich auch ein E-Bike. Er hat mir jetzt gerade diese Akkus hier in die Hand gedrückt in dem Fall. Leute, die haben ja auch E-Scooter. Das machen wir heute aber nur am Rande, weil wir uns halt um die großen Geschichten kümmern. Ich habe mir gestern bei Einhell, ja, oder von Einhell, einen Elektrorasenmäher gekauft. Ja. Der hat genau diese Akkus. Das ist eigentlich ziemlich geil. Das sind 2x18 Volt in Reihe geschaltet, 36 Volt. Da steht der Roller. Da kommen diese Akkus jetzt rein. Das ist eigentlich ziemlich krass. Ist, ja. Aber heute geht es ja nicht um die E-Scooter, das machen wir vielleicht nochmal ein andermal. Heute geht es tatsächlich um die Elmoto. Bäh! Und da habe ich hier nochmal ein paar technische Daten. Und das ist es, was Jörn meinte. Ja? Er meinte ja so 70 Kilometer Reichweite, 80. Und ich meinte zwischen 30 und 40 Amperestunden. Es sind tatsächlich 37 Amperestunden. Ich sollte Lotto spielen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ja? Dann haben wir 2 kW Maxleistung, was den Motor betrifft. Und jetzt kommt's. Jeder, der die Sirin Firefly kennt, Leute, da könnt ihr ja nur 93 bis 94 Kilo Fleisch draufparken. Ja? Hier könnt ihr mal entspannt 130 raufparken. Das ist schon mal ein Unterschied, 130 bis 140 Kilo. Das heißt, ich kann mich jetzt da raufsetzen und Schlumpfine, wenn ich sie dann irgendwann mal kennenlerne mit 35 Kilo, meine Frau wird jetzt bitte nicht böse sein, die könnte ich ihn auch noch raufparken. Oder ich nehme meinen lieben Jonathan, der wiegt ja auch nicht mehr. Bist auf Diät, Dicker, ne? Ja.
Ja, auf definitiv, ja. Alles klar. Pass auf, jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's. Das ist jetzt eigentlich das Entscheidende. Den Akku können wir rausnehmen, ganz wichtig. Und dann, ich muss mir jetzt hier gerade kicken, Alter. Ja, hydraulische Scheibenbremsen. Oder die ganze aus dem Fahrradbereich. Deswegen meinte ich vorhin, das ist irgendwie so dieser Hybrid für mich, ja. Aus dieser Enduro und einem klassischen E-Bike. Es sieht auch tatsächlich so aus und wird dann nach hinten immer dicker. Können wir mal den Akku rausnehmen? Ja, jetzt nehmen wir den Akku raus. Siehst du, 37 Amperestunden. Dicker, jetzt musst du kicken. 37 Amperestunden. Kicke hier, wie einfach das ist. Okay. Alright. Der Akku ist, glaube ich, nicht so schwer. Der sieht jetzt auch aus wie 6, 7 Kilo. Ja, so in dem Dreh wird er auch haben, ne? Klassisches Handtaschenformat. Plug and Play. Kannst du dann zu Hause wahrscheinlich laden und Ladezeit wird vermutlich auch, ich guck mal gerade, 4,5 Stunden. Genau. Das ist ja entspannt. Das geht ja eigentlich. Ja, und Reichweite 80 Kilometer. Also bürsten wir jetzt mal schön ein bisschen durch die Stadt. Das heißt gesagt, ich darf jetzt damit fahren. Also parken wir den Akku wieder rein, zugelassen für zwei Leute. Muss leider draußen bleiben, weil ich wiege 108 Kilo, ja? Nee. Oder bringst du 30 Kilo mit? Nein, den Rucksack vielleicht. Okay, alles klar, dann packen wir jetzt mal hier schön den Akku wieder rein. Ja, machst du das? Ja. Ja, cool. Dann bleibt die Karre auch heil. Jetzt muss das Ganze noch befestigt werden oder arretiert das? Ja. Ja, fresh. Habt ihr Probleme damit oder laufen die durch? Eigentlich. Ich meine, so der Klassiker, klar, kann immer mal irgendwas sein in dem Fall. Tiefenladung. Ja, so das, was alle E-Fahrzeuge haben. Akkus. Das ist doch echt ein scheiß schwieriges Thema. Also für die User da draußen, ich meine, ihr lebt das ja genauso wie wir in dem Fall. Was würdest du den Usern da draußen mal mit auf den Weg geben, damit sie lange, wirklich lange was von ihrem Akku haben? Regelmäßig Akkustand kontrollieren und nachladen. Und darum geht's. Und vor allem, wenn du weißt im Endeffekt, du überwinterst das Teil irgendwo, nehmt den Akku, wenn er die Möglichkeit hat, raus und ladet den ungefähr bis 75-85% voll. Das ist immer so ein optimaler Wert. Und dann bitte alle 4 Wochen noch mal ein bisschen was reindrücken. Das ist das Beste, was du machen kannst in dem Fall. Dann hast du lange was von. Genau. Wenn du natürlich, das ist mir auch schon passiert, ja, die Karre ist leer und dann fährst du 3 Wochen in Urlaub. Ja, scheiße, Mann. Dann bist du selber schuld, wenn nachher der Akku im Arsch ist, weil das Ding in die Tiefenentladung geht und das Steuergerät im Prinzip die Voltzahl nicht mehr erkennt, weil die Karre vielleicht statt 72 nur noch 36 Volt hat. Habe ich ungefähr richtig ausgedrückt, ja. Mensch, Jungs, ich habe richtig Bock. Ich würde sagen, wir haben die technischen Daten, wir haben das Know-how und ich habe vor allem auch einen Führerschein bei. Dann können wir eigentlich loslegen, wa? Perfekt. Oh, perfekt, sagt er. Los, ab geht's. Ich bin soweit. Ich habe richtig Bock. Seitdem ich das Teil das erste Mal gesehen habe, das ist ungefähr ein knappes Jahr her, wollte ich die El Motor mal Probe fahren. Jetzt machen wir das. Geil, ja? Also wo ihr das Probe fahren könnt, das blenden wir euch natürlich auch noch mal unten ein. In die Videobeschreibung. Govex direkt am Alexanderplatz kann man eigentlich nicht verfehlen. Und jetzt nehme ich erstmal Platz. Boah, ist ein bisschen hart, ne? Ein bisschen aber nur. Ja, ganz leicht. Das hat die Summe aber auch. Das ist jetzt auch nichts anderes. Wenn ihr euch jetzt hier mal dieses Cockpit anguckt, ja? Das ist ja alles, das kennt man natürlich, ja? Interessant finde ich, wie gesagt, diese Kombination aus klassischem Motorroller und E-Bike-Komponenten, die wir hier verbaut haben. Wir haben also rechts unseren Gasdrehgriff. Dann haben wir in der Mitte unser Display. Von der Anzeige her. Ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen geiler machen können. Die Frage ist aber, was soll das Teil großartig können, ne? Letzten Endes wiegt das ja nicht viel. Ich muss noch mal korrigieren, statt 54 wiegt die El-Moto 58 Kilogramm. Wir sehen also die Geschwindigkeit, Trip, Reichweite, sehen wir ja Odometer, genau. Gesamtkilometerlaufleistung. Und dann haben wir hier auf der linken Seite unsere Batterieanzeige. Druck- und Zugstufe können wir jetzt hier nicht einstellen, ist aber nicht schlimm. Fahrbein unten, ja, warte mal ganz kurz. Federbein unten, ja, da ist jetzt auch nicht mehr viel Einstellmöglichkeiten, eigentlich gar nichts mehr. Du musst damit leben, ja? So wie der jetzt hier einfedert, federt er eben ein. Linke Seite Blinker, das Ganze auf LED-Basis, auch vorne der Scheinwerfer auf LED-Basis. Wir haben noch ein Fernlicht, sehe ich hier gerade. Und wir haben hier unten, hier oben so einen Drehschalter. Ah, das ist die Lichthupe. Interessant. Und das ist die reguläre Hupe. Ja, hört sich so ein bisschen an wie beim Auto. Wir haben einen Spiegel, kriegt man noch einen zweiten Spiegel optional. Ja. Ja, kann man theoretisch machen, ist kein Thema. Und serienmäßig wird das Fahrzeug ausgeliefert, im Prinzip mit einer Fußrastenanlage, natürlich für den Fahrer. Wer noch mal einen Sozius haben möchte, der zahlt dann eben noch mal ein bisschen was drauf. Regulärer Preis jetzt hier bei diesem Fahrzeug ca. 4.000 Euro. So, und jetzt geht's raus. Ich darf jetzt erstmal eine Runde fahren. Das mache ich jetzt auch. Man sitzt sehr, sehr hoch.
es ist wirklich alles so im Vergleich wie bei der Syrin. Ja, die Fußpedale könnten ein bisschen größer sein, meiner Meinung nach. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter. So, und jetzt gebe ich mal Gas. Bei 45 km/h ist jetzt hier an der Stelle natürlich Schluss. Wir haben einen Brushless-Motor hinten verbaut und vorne eine reguläre Zündung. Also was man sagen muss, man kann zumindest die Geschwindigkeit relativ gut ablesen. Wenn du jetzt natürlich so ein bisschen Licht hast, was von hinten kommt oder von der Seite, wird es schon schwieriger, hier die Akkustandsanzeige abzulesen. Auch Odometer und Trip kann man gerade noch so ablesen. Aber ich will ja fahren, ich will ja Spaß haben. Und 80 Kilometer Reichweite scheint auch ein realistischer Wert zu sein. Vermutlich wird es wahrscheinlich eher 70 sein. Bei meinem Gewicht jetzt von gut 108 Kilogramm. So, jetzt muss ich mal gucken, was der Kollege jetzt hier macht. Das ist interessant, okay. Jetzt setzen wir mal einen Blinker. Die ganze Armatur ist ziemlich interessant. Jetzt gebe ich einmal Vollgas. Ja. Ja, und da beschleunigt der auch. Der beschleunigt ganz smart. Smart auf 45 und jetzt merkst du, wie die Software eingreift. Wir waren jetzt gerade bei 46 km/h und du merkst sofort, wie die Software das Fahrzeug begrenzt, ein bisschen runterregelt, aber nicht so, dass es so ein Auf und Ab der Gefühle ist, sondern der knallt einmal rein und dann bleibt er eigentlich konstant bei dem Wert von 45 km/h. Das ist okay. Ja? Die Beschleunigung bei 72 Volt, ja, könnte noch ein bisschen geiler sein, finde ich persönlich. Ja? Aber es fühlt sich fresh an. Ja? Also wir haben eine sehr schmale Silhouette, 58 Kilo ist jetzt echt nicht viel. Und die Tatsache, dass du zu zweit fahren kannst, macht ja schon ein bisschen was aus im Vergleich zur Firefly. Es ist aber ein anderer Aufbau, ob man damit wirklich ins Gelände gehen sollte. Nee, dafür ist sie nicht gemacht. Das ist eher ein Cityhopper, den du aber aufgrund des Gewichts natürlich ganz entspannt mal mitnehmen kannst zum Campen. Den packst du dir einfach hinten rauf oder schiebst ihn in dein Wohnmobil rein und dann geht's eigentlich schon los. Wir geben nochmal Vollgas. Ja, cool ist die Bereifung. Ja. Klebt ganz gut auf dem Asphalt. Er kommt auch relativ fix auf seine 45. Am Anfang braucht er ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen die Power und das Drehmoment. Da würde ich mir wünschen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Bums hätte, gerade was das Anfahrverhalten betrifft. Ich muss auch gleich noch mal klären, ich habe jetzt nicht reingelesen, ob das jetzt wirklich 72 Volt sind. Es fühlt sich eher an wie 48 Volt. Auf 48 Volt? Auf 72 Volt. Aber alles in allem, ich brödel den jetzt mal ganz kurz durch. Ja, Fahrwerk ist schon mal gut. Es hat eher so einen leichten E-Bike-Charakter. Ja? Es hat schon so einen leichten E-Bike-Charakter. Aber es ist charmant und vor allem, du merkst, wenn du so nach dem ersten Drittel durchbeschleunigt hast, dass er dann nochmal anfängt, Drehmoment aufzubauen, dann passiert was. So ab 25, 30 km/h, da hängt er ein bisschen geiler am Gas. Da macht das auch ein bisschen mehr Laune. Aber für die Stadt ist das auch eine coole Nummer. Ja, sehr ruhig, ein sehr gediegenes Fahren. An die Bremse kommt man gut ran. Ja, nice, mal was anderes. Ich werde mal jetzt hier rechts fahren. An den Blinker muss man sich ein bisschen gewöhnen. Wir fahren ja hier wirklich richtig schön durch Mitte. Lichthupe ist eigentlich alles gut zu erreichen, ja. Man muss sich ein bisschen an diesen Drehschalter hier gewöhnen, ja. Es hat eher so ein bisschen was von Lüftung, als würde man hier die Klimaanlage einstellen, was aber hier nicht der Fall ist. Die Bremsen verzögern echt sauber. Ja? Also das fühlt sich gut an. So, und das meine ich eigentlich, ne? Du bist jetzt so in dem Bereich, ja, hier verkehrsberuhigte Zone, dann gibst du Gas. Und dann passiert erstmal nicht so viel. Ja? Also du machst jetzt keinen Hochstarter oder ähnliches. Das hängt vielleicht auch mit dem 2kW-Motor zusammen, das ist jetzt nicht so dolle. Aber ab 25, 30 km/h, da macht es jetzt schon ein bisschen mehr Spaß. Da produziert er auch noch ein bisschen Drehmoment. Ja, ist wie ein guter Benziner, ne? Der kommt halt hinten heraus. Kein Diesel, der hier sofort Druck produziert, sondern wie ein guter Benziner. Ja, aber das Fahren macht Spaß. El Moto, wie gesagt, gekauft von der Firma Govex. Und ich gebe nochmal Gas. Gebaut werden diese Fahrzeuge in Spanien, ist also eine europäische Produktion. Wobei man hier den Radnabenmotor auch selber entwickelt hat. Bei der Schwalbe ist ja zum Beispiel ein Bosch-Motor. Bosch-Mittelmotor. Und auch da würde es mich eigentlich brennend interessieren, wie sich die 90 km/h-Version fährt. L3E. Da brauchst du natürlich dann auch einen passenden Führerschein. Das ist ja die 125er-Klasse. Kannst du aber auch mit dem B196 fahren. Die L-Moto hier, das ist Moped-Klasse bis 45 km/h. Könnt ihr tiefenentspannt auch mit Führerscheinklasse B fahren.
So, in Berlin übrigens absoluter Wahnsinn. Die Leute fahren alle, wie sie wollen. Rein, raus, fertig, aus. Ja, dann die Flächen hier ist jetzt natürlich ein Vorführer. Ja, gut, hätte man vielleicht ein bisschen hübscher machen können. Wäre auch geil gewesen, wenn man Druck- und Zugstufe hätte einstellen können. Aber alles in allem ist es einfach mal eine Alternative. Das würde ich euch einfach damit nur auf den Weg geben. Es ist eine Alternative, vielleicht auch zum E-Bike, weil ich es von der Größe extrem angenehm empfinde. Und es fährt sich auch spielend leicht, weil es eben auch leicht ist. 58 Kilo ist nix. So, jetzt sind wir einfach mal frech. Wir fahren mal hier rechts. Und wir wollen ja da vorne auch direkt rechts abbiegen. So, nehmen wir noch ein, zwei Bodenwellen mit. Ja? Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. So eine kleine Runde durch die City, das macht Laune. Die Sicht nach hinten mit dem Spiegel ist interessant. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass hier rechts noch ein Spiegel ist. Aber gut, wenn man das vielleicht optional dazu bestellen kann. Ihr seht schon, das ist ja hier bloß mit so einer Schelle gemacht. Dann kann man sich auch noch einen Spiegel für rechts organisieren. Blinker sind jetzt nicht akustisch. Und ja, sie sind halt auch hier auf diesem Display einfach schwer zu erkennen. Ich hätte mir da so eine Art TFT-Display oder ähnliches gewünscht. So, wir beschleunigen nochmal durch. Und dann geht es eigentlich gleich wieder hoch. Jawohl. Wir fahren mal hier gleich hoch, damit wir direkt wieder einchecken können. Ja. 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 Mega interessant. Mega interessant. Also das Konzept aus so einer kleinen Enduro gepaart mit E-Bike-Komponenten auf 58 Kilogramm ist mal was anderes. Erinnert mich, wie gesagt, sehr stark an die Summon Firefly. Die Teile sind aber verfügbar, preislich ähnlich, 4.000 Euro. Ein bisschen weniger Leistung wie eine Summon, die ja dann wiederum auch einen Mittelmotor mit Kettenübersetzung hat. Hier haben wir einen Direktantrieb, aber eine europäische Produktion, was ich auch sehr cool finde. Sie fährt sich sehr, sehr leicht. Sie ist nicht ganz so spritzig, wie ich mir gedacht habe, aber das hängt auch mit den Leistungswerten zusammen. Aber alles in allem ist es ein schöner Cityhopper, den man auch mal entspannt bei den Urlaub nehmen kann. Ja? Hast du jetzt eine Anhängerkupplung oder vielleicht auch einen Camper, packst das Ding einfach rein. Cool. Macht Spaß. Ich find's cool. Und 37 Amperestunden ist jetzt nicht wenig. Das reicht. Für die City reicht das vollkommen aus. Da wird es wieder dunkel. Komm, wir gehen mal rein und gucken, was die vielleicht noch haben. Ja? Fresh. Ja. Polarisiert auf jeden Fall. Die Leute gucken, machen, tun. Hab gerade schon gesagt, das ist so die Ablesbarkeit von der Bedienung, also von den Elementen, die vorne nicht ganz so gegeben ist. Ja. Ist ein bisschen schwierig, aber das ist auch nicht das Konzept. Das Konzept ist tatsächlich dieser Leichtbau und dieses Urbane für die City. Und das feiere ich ganz hart, weil es eine schöne Alternative ist. Vielleicht auch zu einem E-Bike. Weil du kriegst auch für 4.000 Euro entspannt ein E-Bike. Ja? Und 25 Kilo raufgepackt, ja, mag alles sein, aber hier könntest du auch theoretisch zu zweit fahren. Tolles Argument. Tolles Fahrzeug, ich mag das Konzept sehr, auch mit diesen 37 Amperestunden, der Radnabmotor sehr leise. Das sind wirklich 72 Volt, ja? Kann ich noch mal ganz kurz den Zettel haben? Steht das da drauf? 48 Volt. Habe ich recht gehabt. Aber hier. Ich habe während der Fahrt gesagt, fühlt sich an wie 48 Volt. Hatte ich recht. Macht aber nichts, weil es trotzdem, also für 48 Volt auf 2 kW genau diese Parameter erfüllt, die ich mir vorstelle. 72, da hätte er noch ein bisschen mehr Bums haben müssen. Hat aber nicht. Aber für die City ausreichend. Und vor allem, habe ich gerade gesagt, eine schöne Drehmomentkurve. Am Anfang passiert ja nicht viel, aber so ab 15, 20 km/h, da geht er dann so hoch wie ein guter Benziner. Der kommt dann hinten heraus, ja? Also hinten werden die Enden fett. Ja, nice. Sehr geil. Ja, aber ihr habt nicht zufällig eine Schwalbe mit 8 kW. Doch. Draußen stehen. Auch. Hm? Also er meinte, er hat eine Schwalbe mit 8 kW. Also das würde mich jetzt einfach nur mal interessieren. Würde ich die auch mal fahren? Ja? Machen wir. Okay, das ist jetzt ziemlich geil. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir sind ja eigentlich wegen der Elmoto hergekommen und dürfen jetzt gleich eine L3i Schwalbe 90 km/h mit 8 kW Motor vom Bosch fahren. Mittelmotor. Und die sieht auch nie lange neu aus. Die ist auch nie lange neu. Und kostet mal entspannt, was würde die jetzt für die Kosten, die hier besteht? 7,5. Ja, ja, und zwei Akkus drin, ne? Reichweite nochmal? 90 Kilometer ist geil. 90 Kilometer ist geil. Ja, da kannst du einmal richtig schön hier hin und her. Dann könnt ihr nach Hause fahren und wieder zurückkommen. Das wär's. Nein, ich hab schon wieder alles vergessen, Digga. Down hier, ab vorne. Ja. Hier kannst du, Boost hast du 8 kW. Ja. Cruise ein bisschen weniger und Go am wenigsten. Ja. Und wie starte ich die? Man muss eigentlich nur noch auf Go drücken? Nö. Eigentlich nee? Jetzt Seitenständer rein und losfahren. Okay, ist das ein bisschen anders wie bei der Emmy? Bei der Emmy musst du dann immer noch so eine Kombination irgendwie. Ja. Du musst einmal kurz Bremse ziehen und ja. Knopf gucken. Okay. Oh mein.
Mache ich. Aber die wiegt natürlich auch was anderes. Ne? Die andere wiegt jetzt immer so um die 58 und die hat da schon so ein Leergewicht von 100. 135. Das ist schon ein vollwertiges Moped. Da geht schon einiges ab. Und vor allem an euch Nostalgieschweine da draußen. Ja? Jeder, der sagt, es geht nichts über einen Verbrenner. Das werden wir gleich sehen, wenn wir hier mit 8 kW mal schön über einen Strip blasen. Ja? Dürfen wir ja nicht schneller als 50 fahren. Aber entscheidend ist ja, wie ist der erste Eindruck? Spannungsleistung, hast du das im Kopf? Auch 48 Volt. Ehrlich? Ja. Alright, 48 Volt, ich komme. Das ist ja ein schöner Vergleich. Vorher hat man nämlich auch 48 Volt. Okay, alles klar. Dann, ja, selbes Prinzip wahrscheinlich. Aufsteigen, losfahren. Und das Ganze in quietschegelb. Geil. Ich weiß nicht, ob ich es in gelb kaufen würde, ja? Es ist schon sehr... Kennst du im Sommer, da kommen immer diese ganzen Viecher, ne? Diese ganzen schwarzen Fliegen, ja? Und die setzen sich auf dein gelbes T-Shirt. Ja, ist das fällt auf. Fällt's auf, mit den Fliegen meinst du? Ja. Ja. Also gelb fällt auf jeden Fall auf. Okay, wir sind jetzt im Go-Modus und es gibt noch den Cruise- und den Boost-Modus. Okay, das ist quasi die erste Fahrstufe hier, ja? Alright, dann bin ich gleich wieder da, du kommst mit raus. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde E-Schwalbe. Auch Finale für uns jetzt hier, beziehungsweise das erste Mal 8 kW. Und das Ganze bei einer Schwalbe. Mega! Bedienung will ich noch mal ganz kurz auf eingehen. Also klar, ihr habt hier ganz normal diese, wie heißen diese Blinker nochmal? Die haben noch einen ganz bestimmten Namen. Ochsenaugen. Ja? Kannst du mal hinten gucken, hat der auch einen Ochsenarsch? Eigentlich nicht, ne? Das ist ein Ochsenarsch. Ja, also nochmal ganz kurz vor der Bedienung. Rechts habt ihr natürlich euren Gasregriff, Motor an, aus. Hier ist der Go-Knopf, da unten unsere Zündung. Auf unserem Display, und das finde ich schon mal geil, das kenne ich noch von der Emmy im Endeffekt, da kannst du alles ablesen. Geschwindigkeit, Trip, da hast du verschiedene Modis und Einstellmöglichkeiten. Nice. Hupe, echt wie beim Auto. Blinker. Dann haben wir natürlich unser Abblendlicht und Fernlicht. Und dann haben wir hier über Dropdown, da kannst du dann quasi über diese Taste diese Modis hoch und runter schalten. Und jetzt machen wir eins, jetzt blasen wir mal lang. 8 kW. Ich bin gespannt. Los geht's. Alter, geil. Das ist richtig geil. Ja. Ich mag ja die Farbe irgendwie. Dieses Schwarz-Gelb, das türmt mich ja irgendwie so ein bisschen an, ja. Biene Maya ist meine beste Freundin. So, Leute. Ich fahre jetzt hier mal runter. Geht das oder knalle ich jetzt hier irgendwo ran? Geht, ne? Ja, okay. Digga, ich bin gleich wieder da, ja. Okay, alles klar. Also 48 Volt Mittelmotor entwickelt von Bosch. Das Ganze hier auf 3 Fahrstufen. 90 km/h L3E bedeutet für euch natürlich auch, ihr braucht hier einen ganz anderen Führerschein. Könnt ihr hier nicht mehr mit Führerscheinklasse B fahren? B196 oder Führerscheinklasse A1. Das ist ja natürlich, und Führerscheinklasse A. Also 125 Kubik oder Motorradklasse, das müsst ihr schon haben. Oder B196, den könnt ihr bis 11 kW fahren. Mit 8 kW seid ihr noch schön im Soll. Das funktioniert also. So, wir haben einmal jetzt hier diesen Standard-Basis-Mode. Ich gebe mal Gas. Ja, und das erinnert mich von der Beschleunigung her schon sehr stark an die El-Moto, die ich gerade gefahren bin. Das kann man schon gut vergleichen. Also da wird natürlich bei weitem nicht die komplette Leistung abgerufen. Aber es ist okay. Ja, es ist okay. Es ist wahrscheinlich ein schöner City-Mode, um zu sagen, alles klar, hiermit erziele ich die meiste Reichweite. Gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ein ganz wichtiger Punkt. Jo. Ich will aber eigentlich die 8 kW ausprobieren. Warte, ich muss jetzt mal einen Blinker setzen. So, jetzt fängt es echt an zu regnen. Ich könnte ja kotzen, ne? Der nächste Modi ist der Cruise-Mode. Der Cruise-Mode. Ich bin gleich gespannt, wie viel er jetzt tatsächlich von diesen 8 kW abruft. Oh, ja. Oh, da passiert ein bisschen was. Also Drehmomentkurve jetzt gerade am Anfang nochmal deutlich erhöht. Da merkst du jetzt auch schon, dass hier was passiert. Ich gebe mal Gas, jawohl. Und was ich auch geil finde, ist das Geräusch, die Geräuschkulisse. Ja, also du hast dieses, er fährt halt so hoch, ja, du spürst, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Mittelmotor mit Riemenantrieb, produziert ja auch ein paar Geräusche, ist ja auch gut so. Und ja, andere Firmen bestellen sich dafür Hollywood-Komponisten und bei der Schwalbe klappt das auch ohne. Schöne Geräuschkulisse. Solltet ihr jetzt irgendwie Wasser vorne auf der Linse haben, seid mir nicht böse, es fängt jetzt wirklich an zu regnen. Ja, aber auch da muss ich sagen, merke ich jetzt noch nicht die 8 kW. Da merke ich jetzt noch nicht die 8 kW. Ja, aber jetzt passiert ja gleich eins. Ich bin ja jetzt hier der Erste an der Ampel. Und gleich latsche ich das Ding durch, weil da verengt sich die Spur. Du hast also nur noch eine Spur und jetzt haben wir gleich die vollen 8 kW auf 48 Volt. Juckt das? Passiert da was oder kommt da nichts? Wir werden es gleich sehen. 7.500 Euro ist jetzt nicht wenig. Ich habe jetzt eine gewisse Erwartungshaltung. Oh, fuck. Oh. Wow, was war das? Krass, krass.
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh Leute, da muss ich aufpassen. Fast wäre mir mein linker Fuß abgerissen, wo ich meinen Bänderriss habe. Boah, hat das Ding gerade beschleunigt. Wahnsinn. Und ich habe keine Sonnenbrille dabei. Der Regen peitscht mir also in die Augen. Ich sehe schon fast gar nichts mehr. Boah. Ja. Das ist geil. Ich muss gleich mal runterschalten. Da muss ich gleich mal runterschalten. Okay, ich gehe mal wieder ganz normal in den Go-Mode. Boah, Leute. Oh, das war ja jetzt geil. Das war ja jetzt geil. 7.500 Euro, 8 kW, ja, da merkst du was. So, ich biege mal jetzt hier links ab, damit die junge Frau... Jawohl, die hat mich reingelassen, super. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht erwartet. Also wenn du die normale Emmy fährst, ja, alles cool, bis 45 km/h. Da bist du so, ich glaube, bei 4 kW. Lass es 5 sein, ja. Aber die 8 kW, die hast du gerade deutlich gemerkt. Ja, also mit so einem ersten Modi hier Go, ja, da merkst du nicht so viel. Das ist ein schöner Stadtbetrieb, ja. Im zweiten Modi Cruise sagst du schon, okay, jetzt könntest du vielleicht der Erste beim Ampelstart sein. Und beim dritten Modi denkst du nur, hoffentlich komme ich heil an. Ich lasse mal gerade ein bisschen Luft. Boah, meine Fresse. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Heck gleich so ein bisschen ausbrechen will nach rechts, links. Leichtes Übersteuern, wenn du vom Heck überholt wirst. Oh. Ja, nice finde ich auch, ihr habt hier schön Platz, ne? Der Kardan-Tunnel hier in der Mitte. Das ist ja alles eigentlich ist es alles fake. Da ist ja, wahrscheinlich ist da nur die Motorelektronik drunter versteckt, ja? Und früher war da ja der Motor drin, ja? Ganz wichtig, bei der herkömmlichen Schwalbe ist hier drunter der Motor, ja? Und das hat man natürlich alles in die E-Version mit übernommen. Das sind eher so Designgeschichten, ja? Da geht einiges! Warum dieses Kackwetter jetzt? Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich muss noch mal kurz. Boah, und die zieht, meine Fresse. Ordentlich, ordentlich. Ich werde jetzt richtig, richtig schön nass. Ja, also Beschleunigungsrennen sollten wir jetzt vielleicht unterlassen. Nicht, dass mir hinten hier noch irgendwie die Karre wegbricht. Das sollte nicht sein. Schwerpunkt ist ja eigentlich ganz gut verlagert hier. Durch den Mittelmotor sind wir nicht ganz so schwer auf der Hinterachse. Das geht dann eigentlich. Und ja, wir haben ja jetzt hier unter meinem Sitz. Da befinden sich ja dann auch die Akkumulatoren. Oder vielleicht auch hier zwischen, das weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man vielleicht auch noch mal klären. Egal. Irgendwo wird der Akku schon sitzen. Aber es fühlt sich gut an. Und mein Gott, du bist auf jeden Fall der Erste. Weg von der Ampel. Oh, Leute. Was für ein Kackwetter. Und wir ziehen hier schön durch. Und besonders geil ist es dann, wenn du keine Sonnenbrille dabei hast. Und die Wassertropfen sich anfühlen wie so kleine Steine, ja? Die du mitten ins Gesicht geschossen bekommst. Oh, hier bei Schienen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Oh, jawoll! Schönes Ding! Fühlt sich dann nicht mehr an. Gut, das ist jetzt die Leistung 8 kW, keine Frage, aber fühlt sich dann in dem Moment nicht an wie 48 Volt. Fühlt sich nicht an wie 48 Volt. Puh! Und es ist natürlich klar, dass die Wolke sich gleich ausgeringelt hat. Also wenn ich fertig bin mit der Probefahrt, kommt die Sonne wieder raus. Oh ja, ich bin ein großer Fan. Ich bin jetzt schon ein großer Fan von der 8 kW Version dieser Schwalbe. Na komm, gib ihm nochmal. Scheißegal, lass doch regnen. Oh, jetzt peitschen dann aber auch wirklich diese Wassertropfen hier auf mich ein. So, und jetzt werden wir ganz vorsichtig hier hochfahren. Boah, Leute, was für ein Wetter. Was für ein Scheißwetter. Aber ich kann euch eins sagen, die 8 kW, die knallen ordentlich, ja. Und scheiße, warum bin ich nicht 5 Minuten früher losgefahren? Ich werde jetzt richtig nass. Wir werden jetzt so ganz schnell reingehen. Kannst du mal bitte gucken, was hier los ist? Ey, ich war selten so feucht in meinem Schritt wie heute, ja? Wir gehen doch mal rein, ja? Danke. Ja, ich war selten so feucht zwischen meinen Beinen. Ja, da ist echt was passiert. Also spätestens bei den 8 kW fing es dann an, ja, dass sich langsam die Hose öffnet. Das war schon krass, ja? Also ich werde jetzt gleich mal meine Hose ausfüllen. Muss aber wieder auffüllen, ne? Nein, krass. Krass, wer hätte das gedacht? Also wer hätte, ich hätte nicht damit gerechnet. Also 48 Volt, ja, 8 kW, okay, wie verteilt sich das nachher? Aber es ist dieser Mittelmotor vom Bosch, der dann nochmal richtig Druck produziert. Und vor allem auch Drehmoment. Du merkst in Fahrstufe 3, da reißt es dir fast das Hinterrad aus der Hinterachse, ja? Das war richtig geil, ich wurde schon fast überholt. Der übersteuert schon ganz leicht, ja? Krass, was das für Boost gibt vom Cruise-Mode auf den Boost-Mode. Mega, also ich habe wirklich die Schwalbe heute hart gefeiert. Was mich nur noch interessiert hat,
ist das ein Designelement, das ist ja quasi alles. Die Form der Schwalbe wurde ja quasi der Urschwalbe nachempfunden. Ist hier drunter der Akku oder befindet sich der Akku unterm Sitz? Ah, Mitteltunnel, Akku. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. So, ich stelle jetzt mal vorsichtig wieder ab, ohne umzuknicken. Das wäre ganz blöd. Unglaublich. Also ich bin schwer begeistert. 7.500 Euro ist eine Menge Holz. Ist ohne Scheiß. Das ist sehr, sehr viel Geld. Aber reißt du da am Hahn, dann reißt du auch am Hahn. Und dann drückt dir sein Drehmoment aber auch auf den Asphalt, ja, dass dir Höhen und Sehen vergeht. Ich stand an der Ampel, ich muss das noch ganz kurz erzählen. Das war so in diesem Moment. Ja, cool, probier mal den Boost-Mode aus, ja. Ich werde das schon schaffen, mich da einzufädeln. Die Spur verjüngte sich dann. Und in dem Moment, ach du Scheiße! Das war das Gefühl. Ja, also Schwalbe, Govex, Freunde, hier in Berlin-Mitte, direkt am Alexanderplatz. Ich verlinke euch das. Irrsinnig geil. Tolles Fahrzeug. Ja, also ihr seht schon, das sieht auch einfach, Nostalgie trifft quasi auf moderne Technik und ja, darum geht's, ne? Und wenn du dann noch diesen Fun-Faktor hast, dass du auch eine gewisse Reichweite erzielst, mit einer Power, die ich persönlich nicht erwartet hätte, bei 135 Kilogramm Eigengewicht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Mega, absolut mega. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall heute hier bei der Firma Govex. Freunde, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte und dass ich bei fettem Regen, ihr seht's ja, die Schwalbe mit 8 kW testen durfte. Ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Die hat richtig Druck, die hat richtig Druck. Mit dem Ding musst du eigentlich auf die Bahn. Schau doch mal an, immer gib ihm, ja? Ja, also tolle Fahrzeuge habt ihr hier. Ihr macht jetzt bitte eins. Ihr müsst eins machen. Klicken, liken, abonnieren. Und dann, wenn ihr Bock habt, so ein Ding mal Probe zu fahren, unten in die Videobeschreibung gucken. Ich sag mal noch ganz kurz Tschüss. Jo, hat mich gefreut. Vielen Dank, ne? Tolle Fahrzeuge habt ihr hier. Und die El Moto, die behalten wir natürlich im Blick. Wer weiß, was noch passiert. Ja, ich bin schon am Schnacken in dem Fall. Die hätte ich gerne mal bei mir vom Store stehen. Also jeder, der möchte, dass wir ein bisschen mehr El Moto machen, der gibt mal unten sein Like, seinen Daumen nach oben und schreibt das auch mal in die Kommentarleiste. Ja, das schicken wir dann hier der Geschäftsleitung. Geil! Schönes Art Aquarium, beziehungsweise ein schönes Fahrzeug im Vergleich zur Surin Firefly. So, das war's. Jo, soll ich dir noch helfen beim Trocken machen? Alles gut? Krieg da hin. Alles klar. Komm, dann hauen wir jetzt ab. Das war's. Folge 4 ist abgeschlossen und wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, schreibt auch das bitte gerne unten in die Kommizeile. Fantastisch. So, wir gehen dann, ne? Alles klar. Jo, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, wenn meine Probefahrt zu Ende ist, kommt die Sonne wieder raus. Ja, und die Sonne kommt wieder raus. Ich hab's dir gesagt. Ist immer so. Es ist immer so.